herzlich willkommen, schon Tag 27 unserer Challenge. Und heute starten wir definitiv direkt mit einem Workout, also ab in die Sportklamotten. Und wir haben uns was überlegt für heute. Wir machen 2 Workouts. Nicht abschalten. Plus noch eine Stretching-Einheit hinten dran, weil wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Das heißt, so langsam, ne, müssen wir anfangen, uns mehr zu fordern. Ja. Und wir sind da sehr unterschiedliche Typen. Also wenn wir jetzt gleich 2 Workouts machen, ich bevorzuge es, erst das Advanced zu machen. Das heißt, wenn so die Kraftspeicher noch voll sind, dann hole ich einmal alles raus. Ich wärme mich richtig schön auf mit den Kniebeugen, mit den Squats. Und dann versuche ich, so viel Advanced zu machen wie nur möglich. Und in der zweiten Runde gucke ich dann, mache ich Advanced, wann wechsle ich in die Beginner-Version. Ich schaue einfach so, was an Kraft noch übrig ist. Und bei dir ist das, glaube ich, umgekehrt, ein bisschen anders. Genau, also ich bin jemand, ich brauche ein bisschen länger, bis ich wirklich warm bin. Deswegen mache ich erstmal jetzt ein Beginner-Workout, wirklich alle Gelenke mal bewegen, auch bei den Liegestütz schön auf den Knien. Also was mich gar nicht jetzt an meine Leistungsreserve bringt, sondern einfach erstmal alles in Bewegung kommt und mein ganzer Körper warm wird. Ich bin mehr so der Typ Eidechse, ich muss so 10 Minuten jetzt in der Sonne verbringen. Und deswegen starten wir jetzt einfach, ich Beginner, du Advanced und danach machen wir eine zweite Runde. Dann gehe ich 100% in die Advanced-Version und du guckst einfach nochmal, was nochmal geht. Wir sind bereit, Mucke los und ab geht's. Auf geht's, let's work out. Get ready for Factorial 5. Squats in 3, 2, 1. Jetzt auch mal so ganz langsam oder auch mal so wippen. Ja, pulsieren, ne? Genau. Mal so ein bisschen die Beine einfach. Ja, wenn du so ein super slow zwischendurch mal einbaust, so richtig Spannung in den Po und die Oberschenkel bringst, kriegst du den Muskel auch schön warm. Ja, ruhig einfach auch mal so ein bisschen ausprobieren. Wir haben ja gesagt, es geht doch ums Fühlen, den eigenen Körper wahrnehmen. Gib du mal alles. Ich mache hier erstmal einen Larry. 3, 2, 1, go. Kannst du ja ein bisschen was erzählen, wenn du eh einen Larry machst? Was soll ich denn so erzählen? Worauf soll man achten? Dass man auf jeden Fall die Übung korrekt ausführt. Ja, und was heißt korrekt? So richtig korrekt. Ich kann das nicht dabei reden. Du bist der Trainer. Ich muss mich sogar beim einfachen Workout konzentrieren. Ich glaube, sonst würde ich alles falsch machen. Ich glaube, jetzt macht diesen Leguan. Leguan, okay. Hieß doch so, oder? Ja. Also wenn du das hier meinst. Ja. Ja. Oder so. Das ist nicht der Leguan. Go. Da hebst du. Dann hebe ich. Das finde ich gut zum Warmwerden. Ich mache den klassischen Paddler. Ist ja verrückt. Guten Morgen. Ja. Knack, knack, knack. Halftime. Plank mal ein bisschen auf den Knien. Mhm. Oder ich versuche aber so ein bisschen mit Bewegung, glaube ich. Also ja. Auf den Knien, dann mal auf die Beine kurz gehen. Gucken, dass der Po fest ist. Mhm. Mal kurz auf die Beine. Und dann schon eine Linie.
Mir mal so richtig schön in die Unterarme pushen. Schulterblätter zueinander. Bauch fest. Druck in die Fersen. Möglichst fließend atmen. Lass ich meine Füße auf dem Boden und mach nur den ganz langsam. 3, 2, 1, go. Ich habe die Füße in der Luft. Hüftbeuger ist ausgeschaltet, kann also nicht mithelfen. Bauchnabel ist eingesaugt. Unteren Rücken spüre ich die ganze Zeit nah an der Matte. Ich pulsiere einfach mal ein bisschen hier oben. Halte die Spannung in der Körpermitte. Okay, erstes Workout, check. Guck, ich schnauf gar nicht, merkst du? Ne, das ist gut. Das war jetzt so mein Ziel. Sonst bin ich immer mega am Schnaufen. Aber warm bist du jetzt, oder? Ich bin warm. Ich habe gerade gemerkt, ich fange hier so an den Beinen so leicht an zu schwitzen. Ne, das ist gut. Jetzt fühle ich mich gut. Jetzt. Aber die da oben, die hilft uns auch ein bisschen. Bisschen. Ja, ich fühle mich jetzt gut und kurz mal einmal ausschütteln. Und dann würde ich vorschlagen, direkt in die nächste Runde. Wir warten gar nicht so lange. Wollen wir nicht wieder kalt werden? Also, Round 2. Squats in 3, 2, 1, go. Also, ich baue ein bisschen Wadenheben mit ein. Und wirklich einmal komplett die ganzen Beine schön warm werden. Der Körper sich gleich beim Dehnen. Half time. Hier oben den Po auch immer noch mal schön anspannen. Sehr gut. Ich mache jetzt eine Mischung. Ich glaube Trizeps und dann Brust. Guten Morgen. Guten Morgen. Du ziehst jetzt durch, ne? 3, 2, 1, go. Ja, so ein bisschen an Rückseite für den Start. Auch hier feste Körpermitte. Immer dran denken, Ellbogen schieben jetzt zurück. Richtung Hüfte. Und auch hier bei der Belastung ausatmen. Also auf dem Weg nach oben, wenn du dich hochpushst. Und du kannst auch wechseln. Paddler, wenn ihr wollt. Ich will nicht. Ich mache Hip Bridge. Du machst, ja. 3, 2, 1, go. Füße wieder hüftweit, die Fersen sind wirklich nah am Po. Und du pushst dich aus den Fersen Richtung Decke. Spannst den Po auch nochmal richtig schön an. Vor allen Dingen am höchsten Punkt. Nimm wirklich die Arbeit über die Körperrückseite wahr, also Beinrückseite, Po, aber auch der Rücken arbeitet mit.
Ich glaube, ich mache jetzt nochmal die Sideplank. Die habt ihr ja auch schon kennengelernt. Knie am Boden, Knie gelöst oder vielleicht noch oberes Bein lösen. Einfach mal schauen, was die Balance hergibt. Kraft in der Körpermitte. Push dich auf jeden Fall raus aus dem Unterarm. Und immer noch mal checken, dass der Ellbogen wirklich unterhalb der Schulter aufgesetzt ist. Optimale Gelenkausrichtung. Und spann auch hier alles an, was du gerade anspannen kannst. Three, two, one. Prepare for core belly. Mach ein paar Side Crunches, glaube ich. Auch hier Bauch fest, Schulterblätter bleiben gelöst und dann auf einer Ebene von einer Seite auf die andere twisten. Und jetzt mache ich ein paar Cross-Crawls, auch für die seitliche Bauchmuskulatur. Kurzer Hebel, langer Hebel. Hulk neben mir. Das ist, ja, weil ich merke es tatsächlich, also ich kann das zweite Workout besser durchziehen, wenn ich mich erstmal so warm mache. Das ist einfach typabhängig. Ist Typfrage, genau. Ja. So, ihr habt noch nicht Feierabend. Ich kann nicht mehr reden, aber was machen wir jetzt? Stretchen. Alles klar, was stretchen wir? Wir starten nochmal mit der Beinvorderseite, mit dem Quad Stretch, den ihr schon kennt. Stützen. So. Knie an Knie. Po anspannen und Hüfte dadurch vorpushen. Und dann müsstest du auch direkt spüren, wie mehr Zug auf die Beinvorderseite kommt. Oh oh. Nicht fallen, nicht fallen. Bauch fest, Bauch fest. Ich glaube, es wird für dich noch schwerer, als wenn du es alleine machst. Ich trage ihn. Okay, lösen und wechseln. So. Das ist echt eine Balance-Herausforderung hier. Balance für zwei halten. Das tut schon gut, oder? Das tut gut. Vor allem immer so die Hüfte muss man so nach vorne schieben, ein bisschen. Ja. Damit das noch mehr zieht. Im positiven Sinn. Ja. Okay, löse. Einmal ausschütteln. Und dann Beinrückseite. Ein Bein vor, dann auf dem gebeugten Bein abstützen, Bruststolz, Wirbelsäule lang und hier die Zehen schön ranziehen Richtung Schienbein und die Dehnung einmal hier über die komplette Beinrückseite spüren und genießen. Ich spüre, das Genießen überlasse ich dir. Okay, Seitenwechsel. Warface. Beim Dehnen? Immer. Brauchst du kein Warface. Du musst du dein Yoga-Face aufsetzen. Das ist mein Yoga-Face. Okay, löse. Und dann machen wir ein bisschen was für den Hüftbeuger. Einmal tief. Und dann bringst du ein Bein vor. Und dann achte drauf vorne, Knie über Fußgelenk. Und dann lässt du die Hüfte einmal schön sinken Richtung Matte. Bleib aufrecht, saug auch hier den Bauchnabel ein. Nicht zu sehr ins Hohlkreuz gehen. Und einfach hier vorne
schön den Zug genießen. Ganz wichtig für das ganze Sitzen. Ja. Das ist der Hüftbeuger, über den wir im letzten Video schon gesprochen haben. Das ist nämlich das große Problem. Der verkürzt irgendwann und dann zieht das alles am Rücken. Und dann kommt ein Problem zum nächsten. So. Bleib so. Ich zeige jetzt nur mein Profil. Wir verändern nämlich jetzt nur eine Kleinigkeit. Gerade sind wir wirklich hier tief. Und jetzt verlagern wir das Gewicht zurück, sodass wir 90 Grad haben in beiden Beinen. Po anspannen und das Becken so richtig vorkippen. Und jetzt müsstest du es nochmal hier, genau, hier vorne, ja, nochmal so richtig schön den Zug spüren. Und wenn du das noch verstärken möchtest, nimmst du den Arm, wo das Bein nicht vorne ist, und lehnst dich auf die Seite, wo das Bein vorne ist. Ui. Ne? Hallo Stretch. Sind wir wieder balanced. Par excellence. Sans excellence. Und löse. Einmal Beine austauschen. Das würde ich auch mal gerne. Meine Beine mal austauschen. Und wieder schön tief. Ah. Das hat echt schon fast was von Urlaub, oder? Ja, so Stretching hat was von Urlaub. Für den Körper. Okay. Und dann genau wie eben, Gewicht zurückverlagern, 90-90. Po anspannen, Becken schön kippen. Nicht du kippen, so, sondern dein so. Becken. Und dann den Arm, wo das Bein hinten ist, auf die Seite ziehen, wo das Bein vorne ist. Und wirklich immer die Spannung im Po halten. Da müsstest du es wirklich so richtig schön hier vorne spüren, in deinem sogenannten Psoas. Psoas ist das denn? Löse. So. Frau Trainerin, what's next? What's next? Der sogenannte sitzende Stern. So kenne ich ihn zumindest. Du nimmst Platz und dann Fußsohlen gegeneinander. Du kannst jetzt gerne deine Fußgelenke fassen und dann lässt du die Knie Richtung Matte fallen, beziehungsweise kannst sie auch ruhig mal aktiv tief schieben. Und dann müsstest du die Öffnung einmal hier innen, bei den Innenseiten, aber auch Hüfte richtig schön spüren. Bleib stolz und aufrecht. Das kann ich gut, am besten dehne ich nur noch das. Ja, genau. Na, ich habe da so ein Video, was ich dir empfehlen könnte. Man soll nicht immer das machen, was man schon gut kann. Mhm. Na gut. Und dann platziere ich die Hände mal hinter dir, unter den Schultern. Und dann bleib so. Und dann hast du jetzt nochmal eine schöne Öffnung für deine Brust mit dabei. Und vielleicht magst du die Knie noch ein bisschen aktiver Richtung Boden schieben. Atme mal tief ein. In die Öffnung über die Körpervorderseite, in die Öffnung deiner Hüfte. Und dann löse. Und dann kommen wir jetzt in den schönen Schwan, so kenne ich ihn. Yoga-Affine kennen es, glaube ich, auch als die Taube. Also bring jetzt mal... Irgendeinen Vogel. Nee, bring ruhig das gleiche Bein vor wie ich. Also, du kannst, am besten bleibst du in der Option gleich, du kannst die Beine einfach 90-90 anwinkeln, Pobacke bleibt am Boden. Wenn du möchtest und kannst, verlängerst du das hintere Bein, löst die Pobacke. So viel zu Sinan bleibt in der Option, aber er hört einfach nicht auf mich. Entschuldigung, ich wollte das auch machen. Okay. Ich wollte nur niemandem das Gefühl geben, man muss jetzt in diese Option gehen. Und wenn du hier bist, roll den Hüftknochen wirklich schön runter zu deiner Ferse, sodass dein Becken parallel ist. Das ist der wunderschöne Schwan. Und du kannst hier bleiben. Oder, wenn es sich gut anfühlt, das ist immer das Stichwort, gehst du ein bisschen tiefer. Vielleicht kommst du auf die Unterarme, vielleicht magst und kannst du auch komplett ablegen. Einfach mal schauen, was möglich ist, was sich gut anfühlt. Und dann wander langsam wieder hoch. Und jetzt holst du das hintere Bein ran, Sinan ist schon da.
Knie quasi zum Fuß. Platziere jetzt hier die Hand unter deiner Schulter und dann wie so eine Spirale hebst du jetzt ab, spannst den Po an und pushst die Hüfte Richtung Decke. Und dann müsstest du hier vorne eine wunderschöne Öffnung spüren. Und dann lande. Und das hintere Bein, das holst du jetzt einfach vor. Wir machen einen schönen halben Lotus. Optional bist du einfach im Schneidersitz. Also dein rechtes Bein, wenn du mit uns bist, ist jetzt vorne. Du kannst aber auch den Fuß auf die Wade bringen oder auf deinen Oberschenkel. Wichtig ist, Füße flexen. Ja, Sinan ist das Prinzip nicht mit mir. Das üben wir noch. Du hast jetzt das andere Bein, aber du... Ich mache das für Leute, die andersrum denken. Nee, dann bist du gleich... Du sollst hier die eine Seite erstmal fertig machen. Okay, Frau Trainerin. Das ist schlimm. Ich bin froh, dass ich nicht seine Lehrerin in der Schule war. Füße aber Frau flexen. Lehrerin, ich kann das auch komplett anders machen. Und spür die Pobacken wirklich fest am Boden. Ja, wenn du den Fuß jetzt hier oben hast und du merkst, irgendwie schwebt so die eine Pobacke, dann geh lieber wieder eine Etage tiefer. Und dann spür die Öffnung hier in der Hüfte. Und dann löse. Und dann müssen wir das zum Ausgleich ja jetzt noch auf der anderen Seite machen. Habe ich ja schon. Nein. Gesundheit. Danke. Also entweder 90-90 anwinkeln, Pobacke am Boden, gerne einfach so bleiben. Oder lösen, hinteres Bein lang, den Fußrücken auch entspannt ablegen. Hüftknochen sinkt zur Ferse und dann müsstest du schon spüren, auch hier außen im Po. Das ist immer schön, um hier auch zu dehnen. Und dann entscheide selbst, möchtest du hier oben bleiben, möchtest du ein bisschen abtauchen, komplett. Und versuch auch mal ganz bewusst, deine Atmung wirklich bis in deine Hüfte fließen zu lassen. Es klingt immer so ein bisschen strange, aber man kann Atmung wirklich durch den Körper steuern. Und dann mit der Ausatmung immer noch ein bisschen mehr nachgeben in die Dehnung, etwas weicher werden. Und dann pushe dich wieder hoch, hinteres Bein ranziehen, sofern du noch nicht hier bist. Hand unter die Schulter und dann einmal schön hochatmen in die Spirale. Po wieder anspannen, um die Öffnung nochmal zu verstärken. Und vielleicht kannst du die oberen Finger noch ein bisschen weiter ziehen lassen, dann spürst du es auch nochmal schön über die Körperseite. Löse und dann schwing den Fuß wieder einmal rum. Entweder Schneidersitz, diesmal ist das andere Bein, also wenn du mit uns bist, das linke Bein vorne. Wade, Oberschenkel, Füße schön flexen, das Gefühl haben, beide Pobacken sind fest mit der Matte oder dem Boden verankert. Dann richte dich einfach stolz auf und push das Knie ein bisschen mehr zum Boden. Der ist flexibel in der Hüfte, oder? Mhm. Ich spüre nichts. Psst. So ein Angeber. Nur wenn ich es kann. Alles andere wäre auch sehr lächerlich. Guck mal, das ist schlecht. Ach so. Und dann löse. Gut, dann schauen wir uns nochmal die Beinrückseite an. Hab ich. Heute bin ich lustig. Heute bist du mega lustig. Ich drehe mich mal ins Profil, roll dich in die Rückenlage. Mhm. Ich gucke erst mal kurz. Ja. Und dann holst du ein Bein ran, erstmal so Knie Richtung Schulter und dann Bein verlängern. Okay. Und wichtig ist, du musst jetzt nicht deine Wade greifen. Du kannst auch deinen Oberschenkel fassen. Geh einfach da an dein Bein, wo du das ganz entspannt halten kannst. Möglichst bitte nicht an der Kniekehle ziehen. Und dein Steißbein sollte den Boden fest berühren, deine Schultern sollten entspannt abliegen. Und wenn du all das, was ich gerade gesagt hast, halten kannst, dann darfst du auch noch das untere Bein verlängern. Ich bleib mal in der Option. Ja. Und dann einmal lösen.
und Beine austauschen. Erstmal Knie ranziehen Richtung Schultern. Und dann langsam das Bein verlängern. Ja, guck wieder, wo du deine Hände platzieren möchtest und kannst. Spür die Dehnung richtig schön hier. Einmal die Beinrückseite hoch. Boah, ich bin rechts so viel schlechter als links. Ja, das ist so. Wir haben Dysbalancen. Das liegt an meiner politischen Ausrichtung. Dann löse, schnapp dir den Oberschenkel, roll dich auf und sitzen. Und das war ein schönes Stretching mit sehr viel Fokus Hüfte, Beinrückseite, weil wir haben ja im Video davor auch über das Thema Sitzen gesprochen. Und jetzt haben wir auch wirklich mal so die ganzen Muskelgruppen hier in dem Bereich durchgedehnt, die da beteiligt sind bzw. in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, wie dann fühlst du dich? Ich fühle mich super. Was soll er auch sonst sagen, ne? Ja, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühstück. Yay. Verdient. Verdient. Alles so klar. Macht man das. Dann bis morgen. Bis morgen.